Ich habe total Gänsehaut hier gerade. Ich sitze, ich weiß gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Und es ist noch lange nicht vorbei. Ich denke mal, Bloody Mary wird die nächste sein. Denn den Devil und die Tweedles haben wir ja schon ausgeschaltet. So, in der Limousine wird er nicht mehr hocken, denke ich. Still warm. He's here, all right. Bigby ist angeschlagen, ja immer noch, ne? Hat er nicht wirklich Zeit gehabt, sich zu erholen? Mal hoffen, dass das Ganze hier gut geht. Wie mache ich was vor? Das hier ist Fables. Natürlich geht das Ganze nicht gut. Das ist so ähnlich wie Walking Dead, auch in den Comics. Also, hier kommen wir mal auf. Ich bin gespannt, ob es so eine Art Epilog gibt, was mit den Charakteren dann noch passiert hier. Wie sich unsere Entscheidungen auf sie auswirken und so. Vor allem Colin und Toad und solche Geschichten. So, wo ist der Bastard? Ah, hier sind mal Packages noch. So, this is where they've been sending these. The best safety device is a careful worker. Ja, die beste Sicherheitsvorrichtung ist ein vorsichtiger Arbeiter. Das ist doch schon mal was. Das Licht geht an. Ein Stahlwerk. Was ist das hier? Big B Wolf. Resident Evil 3? The Big Bad Wolf. Bloody Mary. Du weißt ja nicht, mit wem du dich hier anlegst. You used to be something. Aha, wir wurden also beobachtet. Die ganze Zeit. Und Snow wurde auch beobachtet. Hier sehen wir das zum Beispiel. Und hier They used to fear you. das Rad. Sie sollten uns immer noch fürchten, das wäre besser für sie. They'd hide anywhere. Small shivering bodies with it. Ich denke, diese Situation wird hier auch gleich eskalieren. Ja, da geht's nicht rein, aber hier können wir lang. Na, steht irgendwo ein Spiegel, aus dem sie dann rauskommt? The big bad wolf. Okay, Mary. It's about time you showed up. I had to take care of some things first. Little errand boy. That's nice. Ah, Bigby. I see you've made it here in one piece. I do apologize, but I have some business to attend to. I leave you in the capable hands of my associate. Come find me when you've finished, dear. Don't worry. This won't take long. Get out of my way now. Don't make this worse. Aw, he doesn't want to play. I'm sure you'll persuade him. Wow. What a man. Stealing punches while my back is turned. Didn't your mother ever teach you to fight proper? Dachte ich, versuch's mal. Jetzt schlag ich zurück, meine Liebe. Natürlich blöd mit diesen ganzen spiegelnden Oberflächen hier. Da kann sie ja quasi von überall kommen, wenn ich ihre Fähigkeiten jetzt richtig einschätze.
schon wieder Gänsehaut. Das ist schon cool gemacht hier. Ach, ich kann mich bewegen, also. Das muss man mir doch sagen, Mensch. Kann ich hell sehen oder was? Hey, komm, den bin ich ausgewichen. Diese dumme Pute. Okay, den letzten habe ich nicht gekriegt. Das gebe ich zu. Come on, face me. Oh oh. Ach du Scheiße. Big B? Enttäusch mich nicht, Mann. Runter von meinem Rücken! Ich glaub, du spinnst nie beim ersten Date! Der hat übrigens noch eine richtige Wolfsform, der Big B. Also wo er wirklich so ein riesiger, so ein richtiger Wolf ist. Und nicht so eine Art Werwolf-Verschnitt. Ich frage mich, ob wir die auch noch zu sehen bekommen. Was? Das könnte jetzt spannend werden. Aber wieso so viele? Und zack! Au! Und zack! Zu viele, viel zu viele! Komm mal her. So, hier, jetzt du! Tschüss, Mann! Und runter von mir! So einfach wird das nicht, meine Liebe. Oha. Das sieht schmerzhaft aus! Bibi! Komm schon! Ah! Es geht doch. Du entkommst mir nicht. Denn ich bin der große böse Wolf. Ich sag das so gerne. Oh oh, ich weiß, was jetzt kommt. Zeit für ein bisschen Hafen und Puffen. Der Nordwind. So, was jetzt, Mary?
Das war episch. Und da wartet nur noch einer. Hello, Bigby. You look tired. Give me one good reason not to rip you apart right now. This gun holds 6 rounds of specially designed silver bullets. Ja, und? I won't miss next time. Before you do anything with me, I thought I should point out a few things. Snow White wants you to bring me back to the woodlands, doesn't she? And that's what I want. Snow's not here. You're dealing with me now. That may be true, but I'd advise against defying your new boss, at least for the time being. You will bring me back alive. Look, all I ask for is the chance to speak for myself in front of the community. And I'm sure Miss White would agree that I should be given a fair trial. Can we at least agree on that? I will have a trial. Are we clear? You need to tell me right now. We're not going anywhere until I get some answers from you. If you want answers, you're going to have to cooperate with me. Look, there's no reason for us to be at each other's throats here. That's funny, coming from a guy pointing a gun at my head. This is just a precaution. I'm sure you understand. I'm no murderer, Mr. Wolf. I didn't kill those women. And I think you know that. All I'm asking for is a chance to explain my side of the story. Maybe you didn't carry it out, but I don't think Georgie was lying when he said you ordered their deaths. Georgie would have said anything to save himself. We both know that. I'm a businessman, not a killer. There's still a lot you have to answer for. And I will, as long as you agree to my terms. Because I'm not saying another word until I'm brought before the community. I don't need to belabor the point, but just so we're clear, if you change your mind and decide to do something stupid, you won't get your answers. But you will have a difficult time explaining yourself to Miss White and the rest of this miserable town. You're often reckless, and I worry you're not thinking of the... Let me ask you an honest question. What do you really care about here? Where this case is concerned, I mean. Do you really want the truth? Or do you just want to look like the hero? Because those are two very different things. I'm doing this for Faith, because she and Lily died, and someone is gonna answer for that. Then why are you here? You know who murdered them. Georgie. He's dead, isn't he? My point being, the killer has been dealt with. You've won. You really think I'm that stupid? I understand you have an obligation to bring me in, but you can brighten up a little. It's over. So, shall we get going? I'd rather not dawdle. Na gut. I'm actually looking forward to seeing Miss White again. Auch wenn wir ihm hier direkt in die Hand spielen. Interactions with her have gone rather well. All right, let's go. Hand over the gun. I think I'd rather hold on to it, if you don't mind. What do you say? Nein, gib her. Hey! I'm sure Miss White will be pleased. Such a reliable pup. I understand why she'd want to keep you around. You're under arrest. You'll be given a trial in front of your peers. And your punishment will follow. Na, mal gucken, ob es wirklich so einfach ist, wie Bigby sich das gerade vorstellt. Aber wir müssen ja immer noch beweisen, dass wir nicht die Bestie sind, für die uns alle halten, ne? Und ich denke, den Crooked Man auseinanderzureißen, ist dann nicht die richtige Vorgehensweise.